Das Hamsterrad ist eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gibt, im Alltag. Der Druck wird immer höher, die Geschwindigkeit wird immer schneller. Es macht immer weniger Freude und immer weniger Spaß. Ich habe zwei Beispiele für dich, die dir helfen, aus einem Hamsterrad rauszukommen. Einmal mit Hamsterrad und einmal auch mit Hamsterrad, aber mit einer Lösung dazu. Ein Gefäß mit Wasser. Das Wasser wird immer wärmer. Da drin schwimmt ein Frosch. Der Frosch schwimmt und das Wasser wird immer wärmer. Er merkt es vielleicht, aber er bleibt drin. Das Wasser wird immer noch heißer. In Analogie zu uns, der Druck wird immer höher, die Geschwindigkeit wird immer schneller. Der Frosch merkt es vielleicht, aber handelt nicht. Er bleibt drin. Er sagt, ja, das ist jetzt halt so. Ja, es ist jetzt halt so heiß. Ich kann jetzt, ja, es geht ja allen so. Kennst du solche Aussagen? Der Frosch geht zugrunde. Bei uns ist es so, wir verlieren Energie, wir verlieren Freude, wir verlieren den Überblick, wir verlieren den Fokus, wir verlieren auch klare Entscheidungsfähigkeit. In diesem Fall. Zweites Beispiel. Ein Gefäß mit Wasser noch ohne Frosch. Das Wasser ist sehr heiß. Der Frosch hüpft hinein und realisiert, wow, es ist aber sehr heiß. Macht das einzig Richtige und springt raus. Und was hilft dir, aus einem Hamsterrad rauszukommen? Sehr gute Frage. Die Antwort ist Reflexion. Entweder du kannst selber mit dir reflektieren, indem dass du Abstand nimmst, oder du hast vertraute Menschen um dich, wo du deine Situation schildern und erzählen und zeigen kannst. Und vielleicht bekommst du da auch den richtigen Input für Lösungen, für Entscheidungen, für einen Weg. Wenn du niemand in deinem Umkreis hast, wo du das Gefühl hast, ja, das funktioniert, dann hol dir einen Coach. Lass dir professionell helfen, und zwar von jemandem, der sich wirklich auskennt, der die Dinge sehen kann, sehr schnell begreift und auch sehr viel Erfahrung hat, indem ich würde das machen, das würde ich machen, oder Achtung, zurück, aufpassen, Geschwindigkeit sehr hoch, wir müssen gut navigieren. Solche Leute gibt's. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mir. Allerdings, das Allerwichtigste, achte darauf, dass das Wasser oder der Druck oder die Geschwindigkeit nicht zu hoch und zu schnell wird, denn sonst geht es dir wie dem Frosch. Erkenne, was los ist, erkenne, wie die Situation ist, lass dir helfen, steig aus dem Hamsterrad aus, triff klare Entscheidungen, dann bist du in der Metaposition und du siehst die Dinge mit Abstand und du hast wieder Freude, wieder Spaß und das Allerwichtigste, es fließt wieder, es läuft wieder. Und das ist ja der Sinn der Übung. Ich wünsche dir viel Spaß, bis bald.